halt sich richtig bequem hinlegen. Ne? Ist noch Futter. Da kannst du dann wohlverdient Mittagsschlaf wieder zurückholen. Wundert mich. Neu und breiter. Es hat sich seit meiner Kindheit hier nicht verändert. Das ist der Hammer. Und wer weiß, wie alt der Weg schon davor war. Die Straße haben sie mal erneuert vor vielen Jahrzehnten. Aber der Weg hier, also, das reicht. Naja. So. Mit der Nase im Wind. Ha? Überfahren können. Oh. Kleiner Stinky, ja? Was schnüffelst du da? Ne? Was schnüffelst du da? Was schnüffelst du da? Ne?
Schaukeln auch noch ein Stückchen nach hinten. Auch noch ein Stück nach hinten. Mein Popo ist einfach zu fett. Ach, ja. So ist es. Und nun ist moin. Dies, ne? Da wollte ich doch glatt geradeaus fahren. So, Kätzchen, wie fahren wir den kürzesten Weg? Rufe ich den Onkel an? Wir fahren den direkten Weg nach Hause, ne? Ja, was besser. Oh, oh, oh. So, fahren wir durch die Schrebergärten. Mal überlegen. Einfach fix überlegen. Fahren wir durch, fahren wir nicht durch. Ne, machen wir beim nächsten Mal irgendwann. Beim nächsten Mal. Whisk. Na, kaputt und müde, na? Der ist aber auch für ihn rumgeflitzt. Da waren ja überall Grillen. Meine Herrschaften. Hat er ordentlich Bewegung bekommen. Ja, sowas fehlt bei uns auf dem Hinterhof. Grillen. Ha!
Der Kleine würde so gut schlafen abends. So, hier durch. Kommen wir da durch. Na süßer, ist wieder geschafft, ne? Ich habe die Leine so ein bisschen länger, aber als er musste, habe ich hier oben angebunden. Deswegen hat er so ein bisschen mehr Freiraum nach vorne und deswegen habe ich gesagt, so, ja. Ja, so ein kleiner Stinker hier. Moin! So, fahren wir Hauptstraße oder fahren wir unten lang? Ha. Also der Weg ist fast gleich. Mal überlegen. Hauptstraße, unten lang. Ach komm, wir fahren Hauptstraße. Arschlecken. Er ist wieder durchgepustet, ne? Hier wird es wieder durchgepustet. Ja. Ja. Oh, ja. Ha, hier war ich damals in der Mofa. Mit nur Kanten. Wir hatten hier immer das gute von Raven Bier. Von Raven. Der Typ wusste, wie man Bier machte. Lecker. Da haben wir die letzten Pfennige uns zusammengekratzt, um in den Genuss von diesem tollen Bier zu kommen. No. Und dann gab es das nachher nicht mehr. Haben wir uns eine andere Tanke gesucht. Ah, hier. Ah, immer. Immer Bier im Kopf gehabt. Immer. Nüchtern hat man uns nie angetroffen. Ja, das war was. Ab und zu haben wir da auch die Mofa geputzt. Aber muss ja mal sein, ne? Ich habe mir immer meine Zigarren dort geholt. Ja. Lange ist es her.
Es gibt eine Internetseite. Ich glaube, die heißt heute 1000biere.de. Da haben wir zu den Ravenbier, da hat er so gepostet, wie die Biere schmecken. Und dann konnten da User dann auch dazu was posten und alles. Und da haben wir dann damals hingeschrieben, wie geil das schmeckt und so. Wollen wir mal schauen, ob es die Internetseite heute noch gibt. Da muss ich doch direkt einen Screenshot machen. Güni und Markurven. Meieiei. Lange ist es her. Lange. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Oh, haben die schon aufgerissen. Weil das hier neu geteert wird, wusste ich ja. Aber ich habe mir das nie angeschaut, wie weit. Und naja. Gut aus. Da war mal so Montag oder so, wird da wohl die Schicht aufgetragen. Eingesprüht haben sie das schon. Ja, denken wir mal, Montag kommt der Asphalt drauf. Der Bus, ja? Ganz frech einfach dran vorbeifahren an uns. Geht ja mal gar nicht, ne? Böser Busfahrer. Böser Busfahrer, ne? Oh, mach Henne. Ex-Rewe noch mal einen Besuch abstatten. Gucken, wie weit die heute da schon sind. Koop? Hä, da soll Rewe hin. Leute, was macht ihr hier nur? Weh, oder? Ich hatte ruhig was. Kleine arme Wüste. Brrrr.
er wieder beißen. Kuschel sowieso gerne. So. Richtig Glück. Du kannst ja schon denken, wo wir wieder sind, ne? Swiss, Swiss. Ja, gleich zu Hause. Und dann gibt es Food. Richtig leckeres Essen gibt es da. Aua! Au. So. Aber nochmal. Stufe 3. Ja, bist du. Schön, da war 25 lang gefahren. Hat der nächste jetzt wirklich einen Schnuppern, ne? Ja, ja, das war's heute. Yeah.